So, ausgeschlafen sind wir, glaube ich. Fast jedenfalls. Wie viel haben wir denn noch? Eine Stunde. Na gut, eine Stunde können wir auch noch dann schlafen. Und dann machen wir uns noch hoffentlich ganz schnell was zu essen. Und dann müssen wir auch noch zu dem dritten Funkturm. So, den Schlafsack nehmen wir mal wieder mit. 51 Minuten haben wir noch. So, und dann garen wir noch mal was. Hier unser... Nee, das wollte ich gar nicht. Tomatensuppe. So, Auswahl. Öffnen. Wir hatten bestimmt auch noch was offen. Und nehmen. Haben wir das jetzt gegessen oder nicht? Haben wir das jetzt gegessen oder nicht? Doch, essen. So. Jetzt machen wir uns auch noch so einen Tee. Kräutertee. Und nehmen. Haben wir auch nicht getrunken, oder was? Tee. Ne, essen wollten wir gar nichts mehr. Trinken, dann trinken wir mal ein bisschen Wasser noch, bis wir keinen Durst mehr haben. Ja, boah. Ich bin immer noch total fertig von dem Bären da. So, 21 Minuten haben wir noch. Können wir ja den Kaffee heiß machen. So, und den nehmen wir mit. 13 Minuten. So, und es wird aber so langsam wieder hell. Gott sei Dank. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach ganz da oben. Die Frage ist, worum kämpfen wir uns? Hier ging es ja auch nicht so gut lang. Wir könnten jetzt hier ganz außen rumgehen und dann daher gehen. Das ist irgendwie der sichere Weg. Wir können natürlich auch wieder da quer durch. Haben wir ja schon mal geschafft. So ist es nicht. Was ist jetzt besser? Das ist eine gute Frage, ne? Aber dann mal zurück. Erstmal hier Werkbank. Wir konnten doch hier so eine Flechte craften. Dann haben wir wieder einen Verband, falls der Bär nochmal kommt. Gewehrpatronen. Seit wann liegen die denn jetzt wieder da? Hat die jemand da wieder hingelegt? Hm, naja, gut. So, aber wir können hier, wie gesagt, wieder quer durch. Ist halt der kompliziertere Weg, aber der, ich sag mal, direktere Weg. Und eventuell kommt da auch nicht so schnell der Bär hinterher, hä? Weil der wird ja auf dem Eis auch platt gehen. Oder einbrechen vielleicht. Eventuell. Also ist jetzt so meine Theorie, ne? So, aber hier quer drüber kommen wir sowieso nicht. Ich habe das Verlangen, schon wieder zu speichern. Ich glaube, das tun wir jetzt auch mal eben kurz. Spiel speichern, und zwar nach dem Bär. Das überschreiben wir einfach. Dann haben wir uns hier schon aufgewärmt und so. Und falls wir jetzt doch noch mal irgendwo einbrechen oder so,
sind wir ein bisschen sicherer, dass wir da wieder zurück können. Ich sehe mich jetzt schon einbrechen. Aber trotz der ganzen Aufregung mal wieder wunderschöner Sonnenaufgang. Sag doch mal, wer hat das Spiel gespielt und ist auch immer hier quer durchgelaufen? Das würde mich ja mal interessieren. Oder seid ihr auch alle außenrum? Wir sind auf einem guten Weg, wir sind auf einem guten Weg. Ich würde jetzt eher hier wieder rum. Ich glaube, wir sind damals hier. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Looks like a new day is dawning. Ja, ja. Hier liegt auch noch ein totes Tier. 7 Kilo. Könnten wir mal machen. Falls wir nochmal Hunger haben. Haben wir eigentlich ein Stück Stoff oder so mit, dass wir die Kleidung mal reparieren können? Wir hatten doch einen Riss da drin, ne? Haben wir jetzt gar nicht repariert. Knack, knack. Also. Wir müssen ein bisschen wieder darum. Ob das jetzt hier leichter oder kürzer ist, wage ich eigentlich fast noch zu bezweifeln. Weil man halt doch so ein bisschen Schlangenlinien laufen muss. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt hier so ein bisschen sicherer. Jetzt, wo ich weiß, dass der Bär doch nicht so lieb ist. Und da ist unser umgefallener Baum da hinten. Da sind wir ja schon mal lang gelaufen. Hier ist schon wieder ein Reh. Da nehmen wir aber jetzt nichts mehr von mit. Wir haben auch noch genügend Trockenfleisch und so ein Quatsch. Knack, 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 knack. Holz und sowas könnten wir mitnehmen. Wie schwer sind wir denn gerade? Da könnten wir noch genügend mitnehmen. Oh, wie war das jetzt hier nochmal mit rissener Kleidung? Hier. Ja, genau, wir haben keinen Stoff mit. Nehmen wir einen Stock mit. Ein Stock wird uns bestimmt helfen, zu überleben. So, noch ein Stock. Noch ein Stock. Gut, Stöcke findet man hier ja doch reichlich. Im Moment, wo sind wir? Da sind wir falsch. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken. Meine Wasserflasche hat plöpp gemacht neben mir. Mach das doch nicht, Wasserflasche. Oh Gott. Ich bin total durch. Das gibt's doch gar nicht. So. Wenn wir jetzt hier so rumlaufen, dann müssen wir... Ja, aber dann können wir hier rum. Ist vielleicht, wenn wir jetzt schon mal auf dem Weg sind, ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Machen wir jetzt einfach. Da sind wir auch noch nie hergelaufen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Neues. Hier diese komische Rinde, da können wir noch mal... Verbände von machen und wir sammeln auch noch ein paar Zweige. Ich glaube, einen hatten wir noch. Und aus drei
können wir noch mal Verband machen. Da ist noch mehr. Ich habe jetzt echt Schiss vor dem Bär, muss ich sagen. Das macht mich echt kirre gerade. Ich glaube, dass der hier nicht herkommt. So übers Eis. Wieso bin ich denn schon wieder müde? Weil ich so viel renne vielleicht. So, Momentchen mal. Wo müssen, können wir hier lang? Müssen wir da lang? Ich glaube, da ist dieser verunglückte Zug, ne? Ich versuche es mal hier lang. Hier so dran vorbei. Natürlich ein bisschen schwieriger für ihn, aber hilft ja nichts. Jetzt können wir hier lang. Und wieder hier lang. Ist das dieser Zug schon? Sind wir schon da? Tatsächlich. So. Haben wir das schon mal wieder. Und jetzt könnten wir, jetzt müssen wir hier rum. Hier so rüber, wenn das geht. Wenn das geht. Da sind wir ja, das ist ja neu. Da sind wir noch nie lang. Schauen wir mal. Wahrscheinlich marschiere ich hier voll Umwege oder sowas und es geht viel leichter. So, da ist noch mehr diese Rinde, die nehmen wir jetzt aber nicht alle mit. Ich weiß ja nicht, wie viele Verbände wir noch brauchen. Kommt ja drauf an, wie oft dieser Bär noch kommt, ne? Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich dachte echt, das ist, weil der eigentlich friedlich aussah. Also was heißt friedlich jetzt auch nicht unbedingt. Aber halt jetzt auch nicht, ich fress dich mäßig. So, wir müssen noch ein Stückchen da hoch. Wir können hier aber an dem See quasi uns langhangeln. Rehe tun uns hoffentlich Gott sei Dank nichts. Hoffentlich Gott sei Dank. Wer weiß, ob die nicht auch irgendwann tollwütig werden. So, noch ein paar Stöckchen. Macht das eigentlich... Nö, das macht nicht so viel aus vom Gewicht her. Das Papier macht jetzt wieder was aus, ne? Ich weiß gar nicht, wozu wir das brauchen. Ich glaube, von dem Papier kann man so Rollen als Anzünder machen. Aber eigentlich müssen wir das nicht mitschleppen. Was total bekloppt ist, man kann das doch in den Ofen reintun. Da gab es aber gar nicht die Möglichkeit, das reinzutun. So, wo sind wir? Okay, wir könnten jetzt hier didit, aber wir können auch hier rüber und dann da hoch. Das sind ja nur so Eisfätzchen. Müssten wir den Turm nicht schon längst sehen? So, jetzt sind wir darüber. So, wir müssen uns doch mehr nach da halten. Knacks, knacks. Stiefeln wir doch mal hier hoch. Jetzt sehe ich diese komische Rinde oder was das da ist, wo man Verbände davon machen kann, überall. Super. Da, nee.
Das sind doch auch nur Bäume. Ich wollte gerade sagen, da ist er doch. Nee, wir laufen dran vorbei. Wir müssen doch hier. Da oben ist er. So, Frage. Kommen wir da hoch? Oder ist das zu steil? Sieht eigentlich noch gut aus. Einfach mal hochrennen. Wer rennt nicht gern einen Berg hoch? Mit so viel Kram in der Tasche. Wieso? Hier können wir nicht hoch. Ach, toll. Also müssen wir doch wieder irgendwie außenrum. Ach je. Entschuldigung, Junge. Dass ich dir so viel Mühe bereite. Bestimmt wieder einen leichteren Weg und ich renne wieder in eine falsche Richtung. Vor allen Dingen, weil der Typi, der hat uns zwar versprochen, unsere Freundin direkt zu kontaktieren, beziehungsweise zu versuchen, die zu erreichen. Aber er hat ja auch gesagt, dass ihm ein anderer Funkspruch viel wichtiger ist. Also haben wir quasi nur einen Hauch einer Chance, dass uns der Typ hilft und dass wir dadurch unsere Ex-Frau, ne, es ist ja, geht ja auch noch um unsere Ex-Frau, finden. Es wird ja einen Grund haben, warum die beiden sich getrennt haben. Und ich glaube, nee, ne? Not this again. Nein. Okay. Jetzt wissen wir, wie es geht. Oh Gott. Leichte Prellung nur. Nichts Ernstes. Bitte nicht wieder dreimal hier. Und ist er weg? Ist er weg? Oder kommt er nochmal? Er steht da. Wir rennen mal weiter hier hoch. Wo ist er? Oh, Gott sei Dank noch gesehen. Ich habe ihn gehört. In meinem Rücken. In meinem Rücken habe ich ihn gehört. Also greift er wirklich tatsächlich dreimal an. Ohne Mist, der hat jetzt, was weiß ich, wie oft das Ding in eine Fresse gekriegt. Und der kommt auch nochmal. Doch ein bisschen, dass ich ihn besser sehen kann, wann der seinen Angriff macht. So, jetzt. Oh. Oh nee, scheiße. Ich hätte es durchziehen sollen. Ich denke, wir hatten keine Kraft mehr. Nee, das bringt's nicht. Och, Mist. Ist doch nicht wahr. Das kann doch nie wahr sein. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt haben wir das so gut eigentlich hingekriegt. Und dann sowas. Und ich war jetzt kurz wieder konzentriert auf ich war kurz wieder konzentriert auf meine Aufgabe. Nehmen wir den Speer schon. Jetzt weiß ich nicht genau, wo wir sind. Ich möchte jetzt auch nicht mehr rennen, sonst haben wir keine Kraft mehr für den Bären. Der müsste ja jetzt hier gleich wieder kommen. Da ist er. Not this again. Ja. Nicht schon wieder. Er sagt es. So. So, und verteidigen.
Ich hoffe, man muss überhaupt hier so draufballern. Oder muss man gedrückt halten? Nur ein Riss in der Kleidung. Alles gut. Alles gut. So, wo ist er? Komm schon, wir wissen, dass du dreimal kommst. Hallo? Bär? Bärilein. Da ist er. So, bereit machen. Na komm. Mach deinen Angriff. Genau. Und komm. So. Und verteidigen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Leichte Prellung ist noch okay. Alles gut. Okay. So, und wieder ein bisschen erholen. Boah, ich kann gar nichts mehr sagen hier. Ich bin so konzentriert. So, Angriff. Er kommt. Ich mache mich bereit. Man muss echt da ein bisschen das Timing abpassen. Riss in der Kleidung. Bald ist unsere... Wir stehen da gleich nackt immer. Und ganz ehrlich, wir haben den jetzt so oft mit diesem Kackspeer in die Brust gehauen. So, und unsere Handschuhe sind kaputt. Supi. Bear has an uncanny sense of timing. Das stimmt. Das stimmt. So, aber ich glaube, ich hoffe, der ist weg. Und vielleicht finden wir ja hier irgendwas noch, was wir gebrauchen können. Schmerzmittel, Verband. Was ist mit diesen Fackeln? Verscheuchen die den Bären vielleicht auch? So, wir haben alle drei Teile. Und können wieder zurückgehen. Schal. So, wir nehmen mal alles mit. Das nehme ich nicht mit. So. Mein Gott. Ich fühle mich total unsicher jetzt. So, wir haben... Das ist nicht so gut. Ablegen. Nicht ablegen. Wir haben keine Mütze mehr. Die ist ja kaputt. Und keine Handschuhe mehr. Die ist kaputt. Also nehmen wir das doch. Handschuhe und Mütze kaputt gegangen. Und unsere Ohrendinger. Menno. Oh, 1,3, der ist schlechter. Warte mal, den können wir zerlegen. Und vielleicht den Rest irgendwie davon wieder heile machen, ein bisschen. Bisschen wenigstens. So, der hat 87, der hat 2 Stoff. Haben wir nur einen Stoff? Oh Gott, wir haben echt keine Handschuhe mehr. Was ist mit den Socken hier? Plus 0,3. Er hat nur 25. Anziehen. So. Das können wir auseinander machen. Boah. Jetzt hat mich das Spiel echt. Ich bin total fertig mit den Nerven. So, reparieren. Und ich möchte eigentlich nur in diese sichere Holzhütte zurück. Zu unserem... Wie heißt der? Jeremiah, ne? So, ich glaube nicht, dass das... Also,
Ja, gut, hat ein bisschen geholfen, aber wir haben echt. Ja gut, da ist noch 100%, da ist 99%, die untere Buchse ist noch alles super. Dafür, wir brauchen auf jeden Fall Handschuhe. So, und es wird schon wieder neblig. So, Leute, und wir speichern hier nochmal. Einfach nur, um sicher zu gehen. Zurück zu. Wie hieß der? Jeremiah, ne? Jeremiah. Jeremy. Punkt, Punkt, Punkt. So. So, und ich behalte den Speer einfach mal. So, wo müssen wir überhaupt lang? Wir können hier so rum. Aber ich möchte echt mal wissen, was wir dem Bären getan haben. Wahrscheinlich, weil wir mit diesem komischen Jeremiah da geredet haben. Weil vorher hatte der es ja noch nicht auf uns abgesehen. Können wir hier runter? Ich sehe nicht so viel. Wir können jetzt hier so oder den unbekannten Weg. Ich meine, das ist alles irgendwo unbekannt. Gucken mal, wo wir rauskommen. Erstmal hier runter am besten. Gott, und durch die Kälte ohne Handschuhe laufen ist schon echt nicht schön. Also ich entweder müssen wir wieder, ja, wir gehen mal ein bisschen wieder hier lang. Voll Angst, dass dieser komische Bär jetzt kommt. Der wird ja wohl, der wurde jetzt zweimal an diesen Türmen getriggert. Der wird ja jetzt nicht noch mal hier mitten. Oh Gott. Nicht noch mal mitten hier im Wald kommen, oder? Hoffe ich. Hoffe ich einfach mal. Hier ist mir zu eine große Eisfläche. Wir hatten gespeichert, ne? Ich wag's. Ich wag's. Ich wag's. Ganz ehrlich, warum sind wir da eingebrochen? Wir stapseln hier jetzt wirklich keinen Weg, den ich geplant hatte, lang. Ist nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen irgendwie wieder in die Richtung zurück und kommen da irgendwo durch. Hier könnten wir irgendwie so, da müssten wir so. Ja. Gottchen, ich möchte nicht so viel sprinten jetzt, weil wenn der Bär angreift, brauchen wir die Energie. So, hier sind nur kleine Eisflächelchen. Da können wir gut rüber. Ah, und hier sind wir wieder an diesem verunglückten Zug. Hier könnten wir Rast machen. Könnten wir. Wir können aber auch einfach so schnell wie möglich wieder zurückgehen. Zeitungspapier. Brauchen wir nicht. Sind wir hier richtig? Ne, wir müssen hier an die Bahnschienen, möchte ich gerne. So. Und hier rüber eiern. Ja, genau. Leg dich doch eine Runde hin. Ohne Handschuhe. In die Kälte. Ist überhaupt kein Thema. Mach du mal.
Ist doch richtig, ne? Ja. Oh Gott. Was habe ich noch gerade gesagt? Ich möchte nicht so viel rennen. Hm. Wenn uns der Bär überrascht, sind wir jetzt gleich voll außer Puste.